Hallo zusammen. Das, was ihr jetzt hier in diesem kleinen Video sehen werdet, ist ein Zusammenschnitt aus meinem letzten Flight Simulator Stream, so ungefähr der ersten Hälfte davon. Und ich denke, in dem Video, was ich möglichst kurz schneiden werde, werdet ihr ein bisschen was sehen, was zeigt, warum ich den Flight Simulator vielleicht nicht ganz so oft spiele. Denn es ist so ziemlich alles schief gegangen, was man sich so vorstellen kann. Schaut euch einfach mal das Video an. Ja, heute soll es so ein bisschen darum gehen, was das neue World Update so gebracht hat. Denn das World Update 2, was vor einigen Tagen rausgekommen ist, umfasst jetzt einige Teile der USA und hat insbesondere einige neue Satellitenbilder bzw. Luftbildaufnahmen mit hinzugefügt, einige Landmarken und auch zwei, drei Airports, die ein bisschen überarbeitet worden sind. Also einen Airlinerflug und danach vielleicht noch ein bisschen VFR, je nachdem, was ich so finde an Airports und an Regionen, wo ich gerne mal fliegen möchte. Und ich habe mir vorgestellt, dass wir fliegen von dem Hartsfield-Jackson Atlanta Airport, der ein bisschen ein Update erfahren hat mit dem World Update 2. Nach, Moment, wo haben wir es? Da oben, Cincinnati. Und da haben wir unter Umständen so ein bisschen die Möglichkeit, uns die neuen Bodentexturen anzuschauen. Ich habe gar nicht genau geschaut, ob Atlanta vielleicht sogar auch Photogrammetry hat. Davon werden wir unter Umständen nicht wirklich was sehen. Ich gucke aber mal gerade einfach nach draußen. Geh mal ein Stückchen runter und dann können wir uns mal gerade so ein bisschen hier auf dem Flughafen umschauen. Mit den Scattered Clouds hier, mit dem Preset sieht das alles doch ganz schön aus und wir haben hier noch einige andere Flugzeuge, die einfach reingespawnt sind, die hier gemütlich rumstehen. Schaut prima aus. Wow, also bin immer wieder überrascht, dass man einfach gemütliches Sightseeing hier im Flight Simulator betreiben kann. Und bin immer noch sehr überzeugt von vielen Dingen in diesem Flugsimulator. Und hier haben wir so ein bisschen die Innenstadt. Ich bin immer noch viel zu schnell unterwegs mit der Drohne. So, jetzt schaut das Ganze doch schon ein bisschen besser aus. APU Generator soll on bleiben. Sorry, da habe ich mich tatsächlich verklickt. Und ich hoffe, die APU startet jetzt. KATL nach KCVG ist schon eingetippt. Das ist schon mal ganz nice. Und jetzt können wir tatsächlich unseren Flightplan mal so ganz gemütlich aufsetzen. Also 27 right. Und wir wollten nach oh, ja, SMTTH, also sollte das eigentlich egal sein, wenn ich's richtig sehe. Insert. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass das der richtige Waypoint ist. Nee, ist es nicht. Vielleicht finden wir ja jetzt die korrekte Departure. Oh, nicht wirklich. Nee, dann tippe ich einfach mal keine ein. Einfach direkt die Airways, die ich jetzt hier reinschreibe, und zwar SMTTH. Da fliegen wir dann einfach direkt hin. TH, genau. Wait, what? Not in Database. Ach, wie spaßig. Sag mir jetzt nicht, dass ich hier keine ordentliche Route eintippen kann, mal wieder, weil er diesen einen Wegpunkt nicht kennt. Das finde ich schon ein bisschen frustrierend gerade.
Das fand ich jetzt tatsächlich ein bisschen irritierend. Und das hier ist wieder, das ist jetzt umgedreht. Warum ist das jetzt eigentlich umgedreht? Aber jetzt dreht das plötzlich um. Warum dreht er das um? Ich war gerade auf dem Wegpunkt SMTTH und habe mich darum kümmern wollen, die Airways from SMTTH einzugeben. Aber jetzt nimmt er den Wegpunkt, den ich eingegeben habe, als... Mein Blödsinn, ey. Warum ist denn nochmal SMTTH drin? Das ist doch unser erster Wegpunkt. Erster Wegpunkt, zweiter Wegpunkt und der hier kann raus. Warum ist der jetzt hier wieder drin? Das ist für mich völlig unverständlich. Clear dich. Sehr schön, jetzt funktioniert's. Warum es auch immer eben nicht funktioniert hat. Und jetzt haben wir doch vielleicht eine Arrival. Nee, tatsächlich haben wir hier auch keinen Star. Und keine Transition, die hierzu passt. Das heißt, wir werden unter Umständen einfach ein bisschen mit dem ATC quatschen müssen. Und wo kommt bitte dieser Wegpunkt hier jetzt her? Den will ich aber ehrlich gesagt nicht. Und das macht er einfach nicht. Alright, also FMC aufsetzen können wir vergessen. Wir fliegen einfach nach ATC und nach Lust und Laune. Das soll mir eigentlich gerade recht sein. Ich mute mich mal ganz kurz, weil ich sehe, dass meine Pedale gerade nicht angeschlossen sind. Das sollte natürlich nicht passieren, aber einfach mal kurz nachschauen. Oh, das ist wirklich mega traurig. Der FS2020. Warum hat der FS2020 jetzt gerade alles darüber vergessen, was ich ihm beigebracht habe? Warum funktioniert die Brake-Achse nicht. Das funktioniert. Und diese Achse hier funktioniert gar nicht. Okay, schauen wir mal nochmal in Windows. Es läuft ja wieder alles prima. Das hier ist kein Logitech Driving Force. Das ist ein G27, liebes Windows. Und dafür hast du auch die entsprechenden Treiber schon. Hat mein Windows tatsächlich vergessen, was das hier für ein Lenkrad ist? Ich muss mich dafür tatsächlich nochmal ganz kurz muten. Ja, mein Windows hat tatsächlich sich dazu entschlossen, jetzt gerade ein bisschen aufmüpfig zu sein und vergessen zu haben, was mein G27 ist. Die Logitech-Software sieht gerade mein Lenkrad nicht als das, was es sein sollte. So, ich habe lange genug rumprobiert, um mein Lenkrad bzw. dessen Achsen zum Laufen zu bekommen, aber es will einfach nicht. Vielleicht hilft einfach nur ein Neustart. So, dann schauen wir mal, was wir hier alles engagen wollen. Ich hätte gerne den Heading... Und vielleicht auch... Wupsa, was ist das denn für ein Bank Angle? Wow, okay. Und warum sinken wir denn gerade? Auch für mich nicht wirklich verständlich. Da muss ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen drüber schauen. So. Wir würden gerne auf 8000 Fuß... Machen wir das Ganze einfach mal gerade so... Und jetzt sinken wir schon wieder. Hätte gerne eine positive Climb Rate. Wie wäre es eigentlich damit? Das will das Flugzeug interessanterweise nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich habe plus 1300 eingegeben. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ja, das sind so die Momente, wo ich mich ein bisschen darüber ärgere, dass der Flight Simulator bisher noch nicht wirklich von Third-Party-Add-ons beglückt worden ist. Und sowas ist einfach mega frustrierend, weil wenn ich mir überlege, ich würde gerne mit dem Chat ein bisschen mehr interagieren und stattdessen muss ich mich darüber ja ärgern, dass meine Pedale nicht ordentlich funktionieren,
dass die Steuerung zum Teil nicht ordentlich funktioniert und insbesondere, dass der Autopilot einfach nicht das tut, was ich will. Und ihr seht es, also wir fliegen jetzt schon wieder in die falsche Richtung. Also ich werde jetzt hier einfach wieder manuelles Heading einstellen. Aber das macht er auch schon wieder nicht. Also hier, ihr seht es. Ich kann hier klicken, was ich will. Heading 016 funktioniert nicht. Das ist einfach nur noch peinlich und frustrierend, was sich der Flugsimulator hier gerade leistet. Ja, so viel dann im Grunde genommen zu dem Flug hier. Das kann man ja dann eigentlich schon fast wieder vergessen. Ich würde ja gerne zu SMTTH as planned weiterfliegen, aber mein Flugzeug hat sich dazu entschieden, das nicht zu tun. Also, ich entscheide mich jetzt mal zu was vielleicht eine unpopular Opinion sein wird. Ich fliege diesen kurzen Flug mit der 747 und starte den komplett neu. Das hier tue ich mir nicht an mit dem Airbus. Egal was ich tue, der Autopilot macht nichts und ist einfach nur frustrierend. Und jetzt nehme ich die High Altitude Airways, die mir der Flugsimulator vorschlägt, denn ich weigere mich jetzt einfach, das FMC zu programmieren, wenn die Wegpunkte zu großen Teilen nicht vorhanden sind oder entsprechend einfach nicht korrekt programmierbar sind. Ja, vielleicht funktioniert es ja hiermit ein bisschen besser als bei dem letzten Flug, den wir mit diesem Flugzeug hier gemacht haben. External Power sollte ich anschalten auf beiden Seiten. Und dann schauen wir mal, wie lange die APU braucht, um hochzufahren. Wie gesagt, ein kleiner Startup Speedrun für die 747. So, dass ich es dann einfach hinbekomme, diesen Flug auch tatsächlich mal zu machen. Also ihr seht so ein bisschen, wie gesagt, den Grund dafür, dass die Flight Simulator Streams nicht ganz so regelmäßig kommen, denn ja, mit den Airlinern habe ich im Moment relativ große Probleme. Fuel Pumps sind an und dann können wir auch mit den Beacon Lights hier weitermachen. Die waren hier unten. Okay, dann sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir uns um das Flugzeug weiter kümmern können. Für den Startup Parking Brake können wir lösen und dann. Wait, what? Habe ich jetzt hier irgendwas kaputt gemacht oder ist jetzt einfach wieder die APU ausgegangen? Come on, sag mir jetzt nicht, die APU ist jetzt einfach wieder ausgegangen. Warum ist die APU ausgegangen und warum ist External Power ausgegangen? Was? Was zur Hölle? Ich verstehe gerade wirklich nicht, was hier das Problem sein soll. External Power ist an, aber warum geht die APU nicht an? Das ist ein schlechter Scherz hier, oder? External Power funktioniert. Die APU funktioniert aber nicht. Aus welchem Grund auch immer. Fuel Pumps sind alle da. Aber die APU geht nicht an. Jetzt habe ich hier 2 Stunden ohne einen Flug gesessen. Und ich denke, dass dieser Stream bis zu diesem Zeitpunkt ein ganz schönes Beispiel dafür sein kann, warum ich den Flugsimulator im Moment nicht regelmäßig streame und warum es unter Umständen einige Wochen oder vielleicht sogar einen Monat zwischen den Streams ja an nichts gibt oder entsprechend andere Games, die ich spiele. Ich werde mir, denke ich, jetzt erstmal gerade einen Kaffee machen. Und dann einfach einen kleinen VFR-Flug starten hier in Atlanta. Denn da funktioniert glücklicherweise alles einigermaßen sinnvoll. Pause, 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann bin ich irgendwann auch wieder da.